Hallihallo aus dem Staat 35 North Dakota, aus der Hauptstadt Bismarck. So, Bismarck, das klingt natürlich nun wirklich deutsch und so sieht es auch aus. Das hier ist der Bundesstaat mit der höchsten Vorfahrenquote aus Deutschland. Über 50% der Menschen haben Vorfahren aus Deutschland hier. Und ja, das sieht man natürlich an den Namen. Zum Beispiel hier auch stehe ich vor Kokelers Juwelierladen. Kokeler. Ist jetzt ein Name, den ich fast noch nie gehört habe, aber klingt trotzdem irgendwie deutsch. So, jetzt war meine Aufgabe hier heute herauszufinden, unter 10 spontan angesprochenen Menschen, wie viele davon haben auch wirklich einen deutschen Nachnamen. Und so bin ich hier rumgegangen, so einfach hier um den Block in Downtown Bismarck. Und es war interessant. Also 4,5 Leute von 10 hatten einen deutschen Nachnamen. Warum 4,5? Weil ein älterer Herr unter den 10 Leuten war, der sagt, pass auf, ich habe irische Vorfahren, aber meine Frau ist deutsch. So, das war ganz interessant. Also die Leute, die ich getroffen habe, hießen zum Beispiel Schmidt oder Borschert und so weiter und so fort. Also das waren wirklich sehr deutsche Namen. Man kann sagen, jeder Zweite hat hier was mit Deutschland zu tun. Und ich habe mit den Leuten auch gesprochen, welche Generation seid ihr denn? Und viele waren so dritte Generation, also Großvater oder Urgroßvater in die USA eingewandert. Es gab sogar jemanden, der mir erzählte, ja, unser Großvater ist mit dem Schiff gekommen, als er 3 Jahre alt war. Also richtig, wie man sich das von der Einwanderungswelle nach Amerika so vorstellt. Und die Leute erzählten auch, ja, wie sie die deutsche Tradition hier noch weiterleben. Ja, also sprachen von Spätzle und von Pfannkuchen. Also wirklich diese Begriffe wurden da auch benutzt, die es zu Hause noch gibt. Und auch hier gibt es im Sommer ein ganz großes deutsches Festival. Also hier ist man eng verbunden. Und dann habe ich noch den Chris getroffen, der auch einen deutschen Nachnamen hat. Und der erzählte mir sogar, dass die Leute auf dem Land in North Dakota teilweise noch mit deutschem Akzent sprechen. Die haben den nicht abgelegt. So, da sind wir. Das war's. Ja, was gab es sonst noch heute? Ich bin 8 Stunden Auto gefahren. Das war eine richtig lange Strecke von 700 Kilometern wieder. Und dann gab es einen großen Sturm, einen Sandsturm. Also wirklich so stark, dass ich zwischendurch anhalten musste, weil wirklich der Van so durchgeschüttelt wurde. Ja, dramatische Szenen, sage ich nur. Auf jeden Fall, ich bin mal wieder richtig müde und freue mich gleich einfach was zu essen und zu trinken. Und sage mal bis morgen. Gerne teilen und my-challenge-coach.de ist natürlich auch eine ganz tolle Seite. So, das war's. Tschüss aus Bismarck.